Da sind wir auch schon wieder in Folge 9. Oh, die 9. Die 9, die 9, die 9. Ja, da fällt mir gerade so ein schönes Lied ein, was ich jetzt lieber nicht singen möchte. Über die 9. Nee, egal. So, ich werde jetzt einfach mal hier ein bisschen lang schwimmen. Aber das mit den Skeletten finde ich schon ein bisschen komisch. Die können doch nicht. Ist das mit der 159, dass die einfach so schnell schießen können? Alter, ernsthaft? Vor allem bin ich immer so schnell tot. So, dann schauen wir jetzt mal hier ein bisschen. Ach, hier sind wir wieder im Dschungel. Ich schreibe mal ganz kurz hier Raypoint Kuh-Spawnplatz an. Lauf da einfach mal hin. Und ja, dann würde ich mal sagen, nech und so, dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen aufnehme, weil wir sind ja noch nicht in der Höhle drin. Aber wie peinlich ist denn das jetzt? Jetzt sind wir schon in Folge 9 und ich wollte eigentlich schon... Hast du mich so erschrecken? Ich wollte eigentlich schon in Folge 7 schon voll am Dampfen sein. Also ich meine jetzt voll in der Höhle sein. So, gehen wir nochmal zum Kuh-Spawnplatz. Da war nämlich auch eine große Fläche. Das heißt, da wird sehr wahrscheinlich auch ein Dingensbummel sein, eine Höhle, in die wir dann reingehen werden. Und ich kann eigentlich auch nochmal... Wie wäre es denn eigentlich mal hiermit? 55, das hat jetzt ja nicht viel gebracht. Ich wollte eigentlich einen 64er Stack Fackeln nochmal eben schnell craften, aber naja. 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 Naja und so. Also wie man ohne Shader spielen kann, weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist irgendwie scheiße ohne Shader. Hat man ja in der letzten Folge gesehen. Geht's hier vielleicht rein? Oh nee. Ach, jetzt sag aber nicht, da hinten fängt wieder ein Ozean an. Ach nee, die Map lädt nun nicht. Ihr scheiß Kühe. Ihr habt mich doch so verarscht, ihr Kühe. Wie die immer hechen. Hier auch nicht? Och nee. Was sind das immer für Fake-Höhlen? Da ist eine große Höhle. Da ist ein Eingang. Kein Eingang. Ach scheiße. Mensch. Ihr seid nicht, mein Tag ist schon wieder ruiniert. Und die Folgen. Mensch, hört mal auf, mich zu erschrecken hier, Kühe. Machen wir noch so eine kleine Welterkundung hier nebenbei. Jetzt könnte aber auch mal eine Höhle hierher kommen. Ich meine, wir haben jetzt so viele schon gefunden und jetzt finde ich die nicht mehr. Ich laufe jetzt einfach noch ein bisschen hier so lang. In die Richtung. Vielleicht haben wir Glück und finden hier noch was. Welches Biom ist das hier? Extreme Hills? Ich dachte, hier kommt ein Sumpfbiom. Das sah so komisch auf der Karte aus. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Das ist aber auch keine Höhle. Aber hier ist ein bisschen Eisen drin. Wie wäre es denn, wenn ich das einfach mal abbaue, komm? Geht's hier doch in eine Höhle? Nee, schade. Aber ich baue trotzdem hier das Eisen ab. Das können wir sehr gut gebrauchen. Nicht und so. Würde ich doch mal so sagen. Ernsthaft, gibt es vielleicht irgendeine Mod, womit man hier die Spawnrate womit man hier irgendwie von Skeletten, dass man die wieder auf die alte Version zurücksetzen kann, die Skelette. Das ist doch richtig unfair, dass die hier sogar im einfachen Mode. Oh, ich dachte gerade, im einfachen Mode, dass die selbst da so schnell schießen, das habe ich doch noch nie gesehen bei Skeletten. Ja, so. Echt. Schon ein bisschen komisch. 8 Eisen haben wir hier. Ich kann schon mal wieder was fressen. Da ist noch ein bisschen Eisen. Das hole ich mir natürlich noch. Natürlich hole ich mir das Eisen hier raus. Ich bin doch so geizig nach Eisen. Alter, ich rede hier Müll, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Ich stelle meine Fackel nur ganz kurz rein. Nur kurz. Die nehme ich natürlich gleich wieder mit. Die Kohle, die können wir auch gut gebrauchen. Ich wollte eigentlich so eine Riesenhöhlentour machen. Mit Diamantensuche, auch wenn wir noch nicht mal eine Eisenspitzhacke haben. Und auch noch kein Eisenschwert und sowas. Trotzdem, ich wollte schon so eine Riesenhöhlenerkundung machen, Alter. Und jetzt werde ich hier wieder verarscht von Minecraft. Das gibt's nicht. Dafür steigen wir jetzt ein bisschen in den Levels auf. Da ist noch mehr Eisen.
Ja, sorry, dass ich so viele Fackeln setze, aber mit meinem Monitor, mein Stuhl ist so klein und dann sehe ich den Monitor so schlecht, also der ist dann so schlecht belichtet. Vielleicht versteht ihr, wie ich das meine. Wenn ich das irgendjemandem erzähle, dann sagt er immer, hey, was, wie meinst du das, wieso denn, wieso ist denn dein Stuhl? Was hat dein Stuhl denn damit zu tun? So. Hier hätte ich doch auch noch eine Fackel irgendwo gehabt, oder nicht? Ah ja, komm, die nehme ich nochmal mit. Jetzt kommen wahrscheinlich schon die ersten Kommentare in Folge 7, die ich ja hochgeladen habe heute. Ihr seht zwar schon Folge 9, aber ich glaube, jetzt kommen ja E-Mails. Ich glaube, da sind jetzt schon Leute wütend auf mich, dass ich in Folge 7, die ja so eine Überlänge hatte, nicht in eine Höhle gegangen bin oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber jetzt ernsthaft. Ich will eine scheißverdammte Kack-Kack-Kack-Kack-Kack-Kack-Kack-Höhle. Kackhöhle, Kackhöhle, ich kacke in die Höhle. Da ist auch noch ein bisschen Kohle und da sind noch mehr Kühe, ich glaube es ja nicht. Welches Biom ist denn das hier? Extreme Hills, immer noch. Ich laufe jetzt hier noch. War ja genau der Grund, wieso ich nicht renne, sonst kriegen wir schnell Hunger und dann ist unser Essen verbraucht, bevor wir in einer Höhle sind. Die Map lädt wieder nicht. Alter, jetzt ernsthaft mal. Ich finde hier keine Höhle, das darf doch nicht wahr sein. Da willst du in eine Höhle gehen, findest keine. Doch, wir hatten ja eine Höhle gehabt. Eine, in die ich nicht reingehen wollte. Die wollte ich mir noch aufsparen für später. Das hat aber auch wirklich einen Grund. Das mache ich nicht, weil ich feige bin, sondern das hat einfach den Grund, weil ich da noch so ein paar Sachen plane. Ne, die erzähle ich euch noch nicht, aber es sind so ein paar Sachen und dafür könnten wir die Höhle gut gebrauchen. Also diese eine Höhle mit diesem coolen Wasserfall, wo ich auch schon ein bisschen ausgeleuchtet habe. Ich bin mir gar nicht sicher. Ging das eigentlich noch weiter in der Höhle oder nicht? Alter, ernsthaft mal jetzt. Jetzt wird das bestimmt gleich wieder Abend. Wo ist die Sonne denn? Ja, es wird bald Abend, glaube ich. Glaube ich. Ja, das glaube ich so mal. Wie wir hier rumlaufen. Ah! Ja, du willst mich doch verarschen. Ich dachte, da wäre eine Höhle. Hier ist auch wieder Kohle im Berg. Die nehme ich natürlich auch wieder mit. Natürlich nehme ich die mit. Ach, gucke mal, wir haben schon einen ganzen Stack Kohle voll. Das erfreut mich doch. Das erfreut mich doch sehr. Erfreut mich das doch. Das erfreut mich doch. Das erfreut mich doch sehr. Das erfreut mich doch sehr. Ich hätte mir ein Bett craften sollen. Dann hätten wir nachts, könnten wir dann schlafen. So, jetzt haben wir nur noch zwei Spitzhacken. Schweischwitzhacken. Das heißt, wenn wir jetzt noch nicht mal bis zur nächsten Nacht eine Höhle finden, dann bin ich im Arsch. Dann sind die ganzen Monster da. Ich habe keine Angst vor den Monstern, aber da kommt ja eh wieder jemand an, der meint, ich hätte Angst vor Monstern. Deswegen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen wollte. wo geht's da noch lang? Das darf doch nicht wahr sein. Warte mal, ist da eine Höhle vielleicht? Da ist doch so ein bisschen. Komm, ich nehme hier mal kurz ein paar Schafe mit. Das reicht ja sogar. Dann könnten wir uns sogar ein Bett craften. Ey, Alter, was bist du denn für ein Noob? Kämpf doch mal gegen Monster in der Nacht. Jo, das machen wir natürlich auch noch alles, aber ich will jetzt erstmal eine Höhle und dann nicht die ganze Nacht damit wieder verbringen, nachher wieder tot zu gehen. Ich weiß auch nicht, wieso das bei mir immer so ist, dass ausgerechnet ich so ein Noob bin und immer gleich tot bin. Man, diese Lichtbugs, da denkt man immer, da ist eine Höhle und dann ist da nichts. Das nervt schon ein bisschen. Und das darf doch jetzt echt nicht wahr sein. Ich wollte längst in so einer scheiß Höhle sein. Oh. Schlucht. Wie wär's denn mal hiermit? Lava. Naja, aber eine Höhle ist das doch hier auch nicht, oder? Wartet mal kurz. Lol. Rose. Was soll ich denn damit? Soll ich vielleicht hier reingehen? Soll ich das? Ich bitte aber nicht irgendein Skelett von unten schießen. Das ist eine Fledermaus. Das Problem ist ja, hier ist ja gar keine Höhle, oder? Das ist ja nur so eine Schlucht. Mehr nicht. Das könnten wir aber eigentlich auch machen, hier in die Schlucht gehen. Alter, nee. Ich ziehe schon wieder einen ab. Das gibt's nicht. Jetzt sagt nicht, da ist wirklich keine Höhle. Ach, und was ich auch mal eben mache, ich reiße hier mal kurz die Bäume weg. Die stören extrem. Den hier natürlich auch. So, komm mit Holz. Kann man auch immer mal gut gebrauchen. Ja, ich weiß, ich brauche noch nicht essen, aber ich esse trotzdem schon mal ein bisschen.
Warum mache ich mir das eigentlich so schwierig? Ach, es wird Nacht. So, ich schlafe jetzt einfach hier. Lol. Wo ist die Sonne? Wo ist die Sonne? Wir sehen die Sonne nicht mehr. Ich weiß nicht, wo wir gelandet sind, aber wir sehen die Sonne nicht mehr. Wir sehen die Sonne nicht mehr. Wir sehen die. Nein, keine Sonne. So, das war jetzt auch sehr logisch. Das Bett nehme ich wieder mit. Auch wenn es uns das in der Höhle vor allem überhaupt nichts bringt, aber naja. Ich nehme das trotzdem mal hier hin. Ja, soll ich jetzt in diese scheiß Schlucht gehen oder nicht? Oh Mann, ich habe Angst vor den Kommentaren von euch. Warte mal kurz. Ich mach mal eben vor. Nicht hier runter. Ich will nur gucken. Doch, da könnte es eigentlich reingehen. Wir könnten uns eigentlich eine Treppe nach unten mal bauen. Auch unsere Erde, die reicht schon nicht mehr. Ich nehme mal kurz ein bisschen Erde mit. Und unsere Schaufel ist ja bald. Dann nehme ich lieber die Holzschaufel mal eben. Einfach hier mal so ein bisschen Erde vom Rand klauen. Damit wir uns auch gut runterbuddeln können. Oh, das dauert ja Jahre hier mit der Holzschaufel. So, wir auf die Steinschaufel wechseln. Und jetzt ganz einfach hier eine Treppe runterbauen. In die Schlucht rein. Würde ich mal so sagen. Das ist aber auch ein Akt mit mir, Alter. Nee. Ich komme immer so vor, als hätte ich Angst vor Monstern, was ich nicht habe. Aber mal dieses Erschrecken und dann vor allem, wenn ich dann noch nicht mal eine Höhle jetzt finde. Also eine, wo ich auch wirklich rein möchte. Ja, genau. Dann ist das natürlich ein bisschen blöd. Aber geil ist die Schlucht hier schon. Also die Map, die ist echt geil. Das muss man sagen. So, wie komme ich jetzt hier runter? Ich stelle mich gerade voll wie so ein echter Noob an. Ich bin ja auch ein echter Noob. Aber das ist jetzt mal so außen vor gelassen. Lassen wir das mal außen vor. Haha, wie lustig. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Geht ja gar nicht, oder? Doch, hier einen Block ransetzen. Ich baue mir aber auch eine Treppe runter, Alter. Nee. Und hier kann ich mich ja gar nicht weiter runter. Doch, hier kann ich auch nicht ran. Scheiße, scheiße. Oh nee. Oh Kacke. Wie soll ich jetzt hier runterkommen, ey? Müssen wir uns doch so runtergraben. Schön für die Spitzhacke ist das ja. Aber wir kriegen ja Steine, wir können uns ja eine neue craften. Och Mensch, ey, ich komme mir voll blöd vor. Ich komme mir voll blöd vor, voll blöd vor. Ich komme mir voll blöd vor. Voll blöd vor. Voll blöd vor, voll blöd vor. Ich komme mir voll blöd vor, voll blöd vor. Ernsthaft. Lol, habe ich gerade eine Spinne gehört? Ich krieg hier schon Paras, Alter, nee. So, gleich sind wir unten in der Schlucht. Na super, so wollte ich das jetzt eigentlich nicht machen. Ja, da war Eisen, ich weiß. Aber ich gehe jetzt mal eben kurz hier lang. Alter, wie geil das aussieht. Und da geht's, glaube ich, rein. Alter, nee, müsst ihr mich so erschrecken. Ja, genau, das ist ein guter Zeitpunkt, die Aufnahme zu beenden. Alter, du hast ja voll Angst vor Monstern. Du machst das extra, weil da jetzt Monster sind. Nein, mache ich nicht. Sondern ich mache das folgendermaßen. Wir sind hier in Folge 9. Und wir sehen uns in Folge 10 wieder. Ich mache das mal ein bisschen spannend. Nein, ich habe keine Angst vor den Monstern. Bitte jetzt nicht wieder sowas in die Kommentare schreiben, dass ich hier aufhöre, nur weil es hier Monster sind. Sondern ich möchte das ein bisschen spannend halten. Da waren das jetzt nochmal Folge 8 und 9, nochmal so ein bisschen langweilige Folgen. Aber ja. Hier haben wir eine schöne Schlucht gefunden. Und ich würde dann mal sagen, in Folge 10 erkunden wir die Schlucht ein bisschen weiter. Ich habe nicht Angst vor den Monstern, aber ich habe ein bisschen Angst, weil man da schon wieder Zombies und Skelette ganz viele hört, dass wir dann wieder direkt tot sind. Naja, ich sage dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute und bitte, sorry, dass ich das so oft erwähne, aber bitte denkt nicht, dass ich Angst vor Monstern habe und jetzt deswegen die Aufnahmen beende. Das ist nicht der Grund. Und jo, dann würde ich mal sagen, Tschüss und bis Folge 10. In der wir dann die Schlucht weiter erkunden. Und ich würde mal sagen, dass wir dann hier auch erstmal schlafen in dieser Schlucht, damit der Spawnpoint hier gesetzt ist. Falls wir sterben, sind wir dann direkt wieder hier. Schlechte Idee wäre das gar nicht. Jo, und dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
in der nächsten Folge ab in die tiefe Schlucht. Ab das Eisen abbauen, ab die Monster besiegen. Und vielleicht sogar auf normal stellen, wie ihr es wollt. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ab der nächsten Folge rockt's hier und ab der nächsten Folge bin ich wirklich motiviert, hoffe ich. Und dann hoffe ich auch mal, dass ich nicht so abdrehe. Also, was rede ich hier? Ich hoffe dann, dass ich da richtig reingehe in die Höhle und mich nicht drücke. Mache ich auch nicht. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis Folge 10. Ciao, Leute. Ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Let's Play Minecraft. Ich muss doch mal schnell wieder den Monster anmachen, habe ich ganz vergessen. Wir sind wieder hier am Start. Und was ich jetzt schnell mache, wir können hier nicht unten schlafen. Ich mache mal kurz einen Raypoint. Unten, XD. XD, das Smiley muss ja auch mal wieder sein. Und ich versuche jetzt erstmal hier wieder hochzukommen, damit wir oben nochmal schnell pennen können, gleich wenn es Nacht wird. Denn, ich würde mal sagen, wir setzen uns hier auf jeden Fall den Raypoint. Alter, muss ich mich so erschrecken, scheiß Fledermaus. Und damit wir dann nämlich da pennen. Scheiße, wo ging das jetzt hoch? Wo habe ich mir die Treppe jetzt hochgebaut? Oh nee. Nein, ich will es noch nicht da rein. Ich will es. Lol. Ach Mensch, ihr scheiß Fledermäuse. Ihr seid nicht süß. Ihr seid nicht süß. Ja, ich will nur irgendwo oben schlafen, damit wir schnell unseren, wie heißt das jetzt? Dingens, Bummens. Unser Bett da, haben und so. Ich mach das folgendermaßen. Ich gehe jetzt da nicht hoch. Ich mach das mal ein bisschen anders. Ah ja, ich probiere mal eben was aus. Ihr seht gleich schon, was das wird. Nur so ein kleiner Schutz. Damit wir gleich schön pennen können, nochmal eben schnell. Und der Rape, der Spawnpunkt hier gesetzt wird. Und ich entschuldige mich nochmal, dass ich so ultra noobig gespielt habe. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Das war mir richtig peinlich, Alter. Ich nehme noch am gleichen Tag gerade auf. So, und ich mache mal folgendes jetzt. Die Werki-Banki, die stelle ich hier mal hier hin. Und das Bett, da stelle ich mal dahin. Und ich crafte mal schnell eine Tür, damit wir hier sicher sind. Alter, was bist du denn für ein Angsthase? Nee, aber ja, ich mache das nur eben hier zum Schutz. Und dann werden wir gleich natürlich in die Höhle reingehen. Ich möchte aber erstmal gleich pennen. Du kannst nur nachts schlafen, dauert noch ein bisschen, bis wir pennen. Alter, diese Minimap in dem Wasser, das sieht so kacke aus. Ich weiß nicht wieso. Es ist auch übrigens gerade eine neue Minecraft-Version rausgekommen, 1.5.2. Aber ich spiele da noch nicht drauf, weil die Shader gibt es da bestimmt noch nicht für. Und die ganzen Mods gibt es da bestimmt alle noch nicht für. Deswegen sage ich dazu erstmal nein, danke. Und ich kann hier mal zwei Truhen, also eine Doppeltruhe hinbasteln. So schön, ganz fröhlich. Hier so. Dann wird das jetzt mal Nacht. Ich will gleich in die Höhle rein. Auch in dieser Folge. Und ja, ich packe hier schon mal ein bisschen Eisen rein. Und ein bisschen Kohle packe ich auch mal rein gleich. Was kann ich hier noch einpacken? 32 Steine packe ich auch mal rein. Ganz fröhlich, ne? Und so. Ein bisschen Holz hier rein. Eichensetzlinge können wir hier reintun. Kies können wir hier reintun. Ach, hier habe ich ja noch mehr Pflastersteine. So. Und dann kann ich mir jetzt auch am besten noch eine Spitzhacke craften, noch ein Schwert craften. Das mache ich zur Sicherheit nochmal eben. Und ein paar Sticks bauen wir auch noch. Also hier einmal für eine Spitzhacke. Denn die werden wir halt ja brauchen. So. So eine Holzschaufel. Ich weiß nicht, ob wir die wirklich brauchen. Naja. Und ein Schwert natürlich. Kann ja auch nicht schaden. Also noch ein drittes Schwert. So, wird es jetzt mal Nacht. Ich will schnell pennen, damit wir gleich da hinten rein können. Hier mache ich auch mal einen Raypoint rein. Und zwar nenne ich den jetzt einfach mal Lager 01. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir, wie noobig ich gespielt hatte. Und ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so noobig weitergeht, sondern besser weitergeht. Ja, ich gehe da gleich rein. Ach, mit der Lava. Ich glaube, die Lava muss ich aber hier mal zustopfen. Ach du Scheiße, da oben ist ja auch noch... Ach, die Monster, die kommen da bestimmt gleich rausgesprungen. So. Was bist du für ein Angsthase? Du gehst ja gerade weg. Ja, sorry. Ich möchte erstmal pennen. Ich will nicht, dass wir hier krepieren und dann spawnen wir bei unserem Haus. Wieder ganz weit weg. Oh. Oh, so. Du bist voll der Angsthase. Brandfernsehen. Du bist so der Angsthase, Alter. Nee, bin ich nicht. Aber heute ist einfach, das will ich jetzt nicht in den Let's Plays sagen, aber ich sag's jetzt einmal, um's zu erklären, heute ist ein Scheißtag und da bin ich auch ein bisschen noobig halt drauf. Also, ich hoffe, ihr versteht das, wieso ich so noobig spiele. Hoffe ich mal. Und ja,
Die Fledermäuse, Alter. Spielen wir jetzt hier auch auf einfach? Ja, einfach ist an. Hier kommt jetzt mal Nacht. Nee, die Fledermaus, die bringt ich natürlich nicht um. Zwar haben wir jetzt noch mittags irgendwie. Oder so. Ich weiß das ja nicht. Wieso kann man eigentlich nicht Time eingeben? Weißt du, was ich jetzt mal mache? Du Cheater, du scheiß Cheater. Ich mache das aus folgendem... Ich mache das aus folgendem Grund, damit wir... Lol. Willst du mich verarschen? Es ist doch jetzt nachts. Ich habe doch gerade hier auf... Lol, ich habe die Zeit auf 11.000 gesetzt. Es ist doch nachts dann eigentlich. Ich will hier nämlich pennen. Sorry, dass ich das gerade mal hier die Zeit umgestellt habe, aber... Mensch. Aber... Also willst du mich verarschen? Jetzt ist das doch nachts. Aber ich möchte hier den Spawnpoint setzen, denn ich habe keine Lust, dass wir wieder zu Hause spawnen und dann den ganzen Weg hier hinrennen müssen. Das wäre ja nicht so schön, oder? Wie seht ihr das denn? Seht ihr das nicht auch so? Ich nehme mal an, ihr seht es auch so. Oder seht ihr es nicht so? Jetzt schlaf doch mal. Ah, endlich. Gern für gute Nacht. So. Ja, dann würde ich mal sagen. Ein paar Fackeln lasse ich mal hier, aber jetzt auch nicht so viele. 14, lohnt sich ja voll. Ja, und jetzt geht es. Jetzt geht der Höllentrupp los. Ich würde auch mal sagen, dass wir da oben mal vorbeischauen. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen. Hier kann ich auch mal eine Fackel ransetzen. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, dass da gleich Monster sind. Ich mache mal Folgendes. Du bist ja voll der Angsthase. Von der Angsthase bist du. Ich baue hier nur ein paar Steine eben ab. Für alle, die sich wundern, was macht der denn da jetzt, der Idiot? Ich setze hier auch eine Fackel rein, damit hier nichts drin spawnt nachher. So. Sollte ein Stein reichen. Nur um mich mal eben hier hochzubauen. Sorry für diese ganzen Schniefgeräusche. Meine Erkältung wird irgendwie schon wieder schlimmer. Und sorry, dass wir hier noch auf der 1.5.1 spielen. Ich habe jetzt keine Lust, schon wieder die ganzen Updates sofort zu laden. Ah, scheiße. Jetzt ist schon wieder... meine Stimme, Alter. Ach Mensch, jetzt lad das doch mal richtig nach, ey. Meine scheiß Erkältung, die geht schon wieder los. Ist doch kacke. Oh. Wir sind gleich da. Mami, ich bin so ein Angsthase. Lol. Hä? Ernsthaft? Ich dachte, von hier kommen die ganzen Viecher. Also die wir letztens gehört. Ach, da geht's rein. Ich brauche nochmal schnell Eisen ab. In der Hoffnung, dass uns kein Creeper erwischt. Und leider wird die Folge ist jetzt zwar länger, also lang schon, aber leider sind wir jetzt mal nicht ganz in der Höhle drin. Ich muss die gleich wieder beenden, weil ich noch jemandem, ich muss noch jemandem aus der Familie per Teamviewer was helfen. Ist keine Ausrede, ist ernsthaft so. Und ich würde dann mal sagen, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass die Folgen so schlecht geworden sind und dass ich wie so ein Angsthase und wie so ein Loop gespielt habe. Das war irgendwie komisch, gerade zu der Zeit, als ich das aufgenommen habe. Und ich würde auch mal sagen, ab Folge 10 wird alles besser, das sagte ich auch schon bei Folge 8, aber ich versuche euch das zu garantieren, ab Folge 10 wird alles besser, hoffe ich mal. Und ich würde dann mal sagen, ich würde dann mal sagen, ich baue hier nochmal das Eisen ab schnell. Und dann würde ich mal sagen, wie wäre es, wenn wir in Folge 10 hier reingehen? Ich warte mal eure Kommentare ab. Oder vielleicht nehme ich auch weiter auf. Nein, ich bin kein Angsthase, ich stehe hier nur, weil ich noch nicht weiß, wo wir reingehen sollen. Ach, guck mal, wie geil das aussieht. Und dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Bitte in... Geil. Ja, dann heißt es, wir sehen uns nächste Folge in der Höhle. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Und nein, ich habe keine Angst. Ich beende nicht wegen Angst die Aufnahme, sondern nur, weil ich keine Zeit mehr habe und weil die Folge 9 sonst wieder Überlänge kriegt. Und ja, ab Folge 10 heißt es dann Höhlentour. Ab Folge 10 heißt es Höhlentour. Oh, ich freue mich schon. Ab Folge 10 versuche ich mich nicht mehr so noobig anzustellen. Noch einmal, ein letztes Mal Entschuldigung dafür. Das war mir so peinlich, Alter. Ich nehme gerade abends auf und das habe ich alles mittags aufgenommen, wo ich so gefailt habe. Das werde ich mir nie im Leben verzeihen können. Alter, ernsthaft. Na gut, ich würde dann mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, also in der nächsten Folge 10. Und fangen dann mit der Höhlentour an. Das heißt, die Höhlentour hat sich leider dann um 3 Folgen verschoben, aber ist dann leider so. Oder? Ja, und dann würde ich mal sagen,
Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, bis zur Höhlentour in Folge 10. Ciao, Leute, ciao. Ach ja, noch einmal Entschuldigung, sorry, dass ich so oft Entschuldigung sage, aber das muss mal sein. Jo, dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, ab Folge 10 wird alles besser. Ich versuche es euch zu garantieren. Ciao, Leute, und ach ja, schreibt bitte nochmal in die Kommentare. Das würde mich mal wirklich interessieren. Falls ihr, wer jetzt eigentlich noch dieses Video schaut, also wer von euch schaut noch meine Minecraft Let's Plays und auch gerne, schreibt das bitte mal in die Kommentare. Mich würde das wirklich mal interessieren, wer das noch alles gerne guckt. Nachdem ich so noobig gespielt habe. Ich glaube, da gibt es niemanden mehr. Naja, so, ab Folge 10 wird alles besser und ich sage dann mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, ciao. Vielleicht dann auch in der nächsten, in der neuen Version mal schauen. Ciao, Leute, ciao.